Woher wissen wir überhaupt etwas über frühere Lebensformen, wie zum Beispiel Dinosaurier oder Mammuts? Wir wissen es, weil wir Fossilien finden. Fossilien sind alle Überreste früherer Lebens, die älter als 10.000 Jahre sind. Das können zum Beispiel Knochen, Zähne, Fußspuren oder verschnörter Kot sein. Es gibt sichere Nachweise, dass die Dinos vor 240 Millionen Jahren gelebt haben. Guck mal, da hinten sind Dinos. Ja, komm, wir gehen mal hin. Es gab früher ca. 1500 bis 2500 Dinoarten. Die Dinos lebten damals überall auf der Welt. Auch auf der Antarktis, die damals noch nicht vereist war. Da kann man heute noch Knochen von den Dinos finden. Warum sind die eigentlich so groß geworden? Weiß ich nicht. Fragen wir einfach mal den Dino. Alle Arten haben die Tendenz, größer zu werden. Das hat folgende Gründe. Erstens, weil man schneller sich im fortpflanzen kann. Zweitens, weil man weniger Feinde hat. Drittens, weil man weniger Nahrungskonkurrenten hat. Und viertens, wenn man groß ist, kann man die Nahrung besser verdauen. Ah, okay. Und der war der größte Dino, der jemals gelebt hat? In Amerika waren die Dinos besonders groß. Da lebte auch der größte Dino. Das war der Argentinosaurus. Er ist 30 bis 35 Meter, manchmal bis 40 Meter lang geworden und ca. 16 Meter hoch. Dann kannst du uns bestimmt auch sagen, wer der kleinste Dino war. So einen ähnlichen Dino könnt ihr da hinten finden. Das ist eine kleinste Dinosaurier, den es gegeben hat. Mittlerweile hat man noch kleinere Arten gefunden. Der Archonis ist im Moment der kleinste bekannte Nicht-Vogel-Dinosaurier. Er ist maximal ca. 40 cm lang geworden. Okay, danke schön. Ah, okay, danke für die Infos. Die Dinos lebten vor 240 Millionen Jahren bis 66 Millionen Jahren. Leider sind sie ausgestorben. Ein Meteorit mit 10 Kilometer Durchmesser ist im heutigen Mexiko eingeschlagen. Das hatte zur Folge, dass viel Staub und Asche in die Atmosphäre gelangte. Es wurde kalt und dunkel und deswegen gab es weniger Pflanzen und weniger Nahrung. Die großen Tiere starben aus und nur die kleinen Tiere haben überlebt. Danke sehr!